Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Beckum Info und wir sehen gerade den Fanfarenzug, der den Weiberkarneval einläutet. Ein schönes Bild sehen wir gerade und die werden jetzt hier den Stadtprinzen in Empfang nehmen und werden dann in die Sparkasse reingehen. Gleich werden wir noch mehrere Stücke hören im Innern der Sparkasse. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. In der Vorstellungsrunde habe ich ja hier den Fanfarenzug Weiß-Rot hier stehen. Ich habe fünf Beteiligte von dem Fanfarenzug dabei hier stehen. Wie viele seid ihr überhaupt? Aktiv aktuell 58. Es sind nicht immer alle dabei, aber wir geben uns große Mühe, gerade an so einem schönen Tag wie heute, an Weiberfastnacht, mit voller Mannstärke aufzulaufen. Was für eine Funktion hast du, Silvi? Ich bin die zweite Vorsitzende des Vereins und spiele Trompete. Okay. Jetzt müssen wir ja die Beckumer Bürger und Bürgerinnen ein bisschen informieren. Wie lange gibt es den Fanfarenzug Weiß-Rot schon, wissen Sie das? Seit 1957 gibt es den. Und wie stark war er da? Da waren es ungefähr 15 Mann, würde ich sagen. Aber Mann, das ist wichtig, früher gab es keine Frauen im Fanfarenzug. Die kamen später dazu. Okay. Ich habe hier rechts neben mir einen ganz altwertigen Beckumer hier. Ganz alt. Ein Zementkopf, man sieht ja. Ja. Ne? Ja, ja. Wie lange bist du schon im Fanfarenzug drin? Ja, jetzt wieder seit 12 Jahren und vorher seit 1972. Mit Unterbrechung. Was macht den Fanfarenzug aus? Ja, den Fanfarenzug macht das aus, die Freundschaft, das Miteinander, die Musik, die vielen Gäste, die man, oder die vielen Freunde, die an dieser Musik auch Spaß haben. Und die Gäste, die auch Spaß an dieser Musik haben und deswegen uns sehen wollen. Okay, jetzt fragen wir mal die Jugend. Wie alt bist du, junger Mann? Ich bin 12 Jahre alt. Wie lange bist du schon dabei? 2 Jahre so, also aktiv. Und du? Ich bin 13 Jahre alt und ungefähr 1,5 Jahre aktiv dabei. Okay. Warum bist du ins Fanfarenzug reingegangen? Mir macht das Spaß und meine Mutter steht rechts neben mir und die macht das auch. Und ja. Okay, ja. Hast du immer beobachtet? Ja. Und du? Ich habe mir früher immer so Trompeten aus Pappe gebastelt und habe meine Mutter mir es halt angeboten, das auch mal zu machen. Und dann habe ich es ausprobiert und mir macht das halt auch Spaß. Aha, okay, die Mama steht hier. Silvi, habt ihr Nachwuchssorgen? Aktuell nicht, das heißt aber nicht, dass wir nicht gerne Leute aufnehmen. Jeder, der möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir proben jeden Montag im Kolpinghaus in Beckum. Nach Karneval ist der erste Übungsabend wieder am 16. März. Ab 10 kann man bei uns einsteigen. Wer Interesse an Musik hat, immer her damit. Egal was für ein Instrument. Egal was für ein Instrument, wir bilden an Trommeln und an Trompeten und später auch an Posaunen aus. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sie schaden nicht, aber wenn man keine Ahnung von Noten oder Musik hat, bringen wir das bei. Okay. Das ist gar kein Problem. Also ihr seid ja nicht nur Karneval unterwegs, ihr seid ja auch im Sommer unterwegs, habe ich euch auch schon mehrfach gefragt. Wo tretet ihr denn da auf? Auf Schützenfesten, auf Freundschaftstreffen, wenn andere Vereine Jubiläum haben, auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, auf Firmenfeiern. Also man kann uns eigentlich für alles buchen, wo man gerne ein bisschen Musik bei hätte. Wir machen so im Schnitt 53 Auftritte im Jahr. Wie kann ein Junge, ein Mädchen euch erreichen, wenn die bei euch mitmachen möchten? Also zuallererst haben wir als Anlaufstelle unseren Übungsabend, montags um 18 Uhr im Kolpinghaus in Beckum. Ab dem 16. März geht es wieder los. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne informieren im Internet auf der Seite fanfarenchor-beckum.de oder ihr schickt uns eine E-Mail an info@fanfarenchor-beckum.de.